Hohoho, liebe Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 18. Adventskalendertürchen das Buch Zeilen ans Meer von Sarah Fischer vor. Doch hinter Sarah Fischer steckt Adriana Popescu und als dieses Geheimnis in diesem Jahr gelüftet wurde, war ich natürlich Feuer und Flamme und musste es einfach haben, musste es einfach lesen und so habe ich das in diesem Jahr gemacht und es ist ein absolutes Highlight geworden. Es ist ein Buch, was glaube ich schon 2-3 Jahre alt ist, was schon von einer kleinen Weile erschienen ist, 2019, richtig. Und jetzt hat Adriana eben das Geheimnis gelüftet. Sie hat auch ein bisschen erklärt, wie es zu diesem Pseudonym gekommen ist und auch so ein bisschen erzählt, warum sie sich dazu entschieden hat, das jetzt öffentlich zu machen. Wir betrachten dieses Buch aber nicht als Adriana Popescu Fangirl, wobei, ich das so ein klein bisschen, denn es steht natürlich Sarah Fischer drauf. Aber man spürt hier in jeder Seite Adriana Popescu. Wir haben eine Geschichte, die über einen Briefroman erzählt wird. Es ist keine klassische Geschichte mit Dialogen oder Begegnungen, sondern wir treffen hier auf Sam, der in Australien lebt und dort Flaschenpost findet. Eine Flaschenpost, die, ich glaube, vor 15 Jahren von der deutschen Lena ins Meer geworfen wurde. Sie hat damals dort ein Auslandsjahr gehabt und hat dann eben in dieser Flaschenpost, in diesem Brief, Träume geschrieben, Gedanken geschrieben, Wünsche geschrieben und Sam findet die, oder Sam wahrscheinlich. Er wird wahrscheinlich nicht so ausgesprochen, wie Sam weiß bei Herr der Ringe, wir nennen ihn Sam. Und Sam findet diese und schreibt an die Adresse, die Lena damals in dieser Flaschenpost hinterlassen hat. Und so findet dann diese Postkarte, dieser Brief, seinen Weg an Lena und zwischen beiden beginnt eben eine Brieffreundschaft und die ist super besonders. Lena steht im Leben, hat ein Kind, erzählt auch alles sehr offen an Sam. Auch er erzählt von seinen Träumen, seinen Gedanken, von seinem Leben in Australien und beide kommen sich über diese Briefe sehr, sehr, sehr nah. Und das macht für mich wirklich die Besonderheit dieser Geschichte aus. Adriana schafft es, auf die Entfernung Australien-Deutschland Nähe zu schaffen über Briefe, die wunderbar sind, die persönlich sind, die sich echt anfühlen, die nach nach Authentizität gar nicht irgendwie sich in Frage stellen müssen, die einfach perfekt getroffen sind. Sie schafft es, das Leben von Lena uns in diesen Briefen näher zu bringen, ihre Gedanken, ihre Wünsche, was hat sich verändert zu der jungen Lena. Gleichzeitig haben wir Sam, der natürlich dieses Leben mit aufgreift, der auch von seinem Leben erzählt und wir lernen diesen beiden Charaktere kennen und es macht unglaublichen Spaß, in diese Leben einzutauchen. Natürlich erfährt man nur das, was sie sich gegenseitig schreiben. Wir haben also kein Drumherum-Wissen, sondern erfahren eben nur das, was hier auch geschrieben wird. Und es gibt natürlich dann auch Wendungen, die vielleicht ein bisschen klassisch sind für den Liebesroman. Ich meine, nichts anderes liest man hier. Und ich muss echt sagen, dass ich trotzdem bei vielen Dingen überrascht war. Adriana bzw. Sarah Fischer war hier sehr konsequent, hat hier sehr echt und ehrlich Handlungen niedergeschrieben, wie sie wahrscheinlich im wahren Leben auch so passieren könnten. Also es ist nicht alles Himmel leucht rosa, macht das gerade Sinn? Nein. Also es ist nicht alles in rosanen Wolkenfarben, sondern es hat eben auch ganz viel Realität und ganz viel echt und das war so, so besonders. Zudem packt natürlich Adriana auch als Sarah Fischer wunderbare Worte, Sätze, Dialoge in ihr Buch, was einfach spüren lässt, dass sie das wirklich kann. Also wenn Adriana neben dem wunderbaren Geschichtenerzählen etwas ganz besonders gut kann, dann sind es definitiv die Dialoge und die leben einfach von ihrer Art des Erzählens, wie sie Dinge aufnimmt, wie sie wahrscheinlich auch selbst einfach im wahren Leben immer mal Gedanken aufgreift und sie dann auch niederschreibt. Ich habe einige Markierungen vorgenommen und greife einfach mal willkürlich hinein, denn es heißt hier so schön, du bist die überraschende Wendung in meinem Leben, als ich dachte, die Schienen für meine Zukunft seien schon felsenfest verlegt. Ach, das ist sehr schön gewesen. Ja, ich weiß auch noch genau die Szene und auch sehr schön ist, da geht es um einen Vorschlag, wie ein Brief sie erreichen kann. Schreib ihr eine Flaschenpost. So kannst du dir sicher sein, dass der Ozean deine Worte zu ihr bringt. Es sind oft die Worte, die wir unausgesprochen in uns tragen, die am meisten wehtun. Und das ist sehr, sehr, sehr treffend formuliert. Geht sie auch mal auf die Zeitversetzung ein. Also zum einen, dass sie natürlich eine unterschiedliche Tageszeit haben, aber eben auch unterschiedliche Jahreszeiten, beziehungsweise dann ja auch die Briefe mit einer Verzögerung kommen. Und dann sagt sie hier so schön, du bist mir in der Realität voraus, durch die Briefe landest du aber wieder in der Vergangenheit. Sind wir womöglich wirklich Zeitreisende? Falls ja, kann ich mir dann eine Zeit aussuchen, in die ich zurückreise. Und das fand ich auch so schön betrachtet. Also gerade wenn man eben immer davon ausgeht, dass natürlich wie in Australien die Jahreszeit
die weiter vorangegangene ist, ist das natürlich ein schöner Gedanke. Ein ganz, ganz tolles Buch, was mich sehr begeistert hat, was mich auch so überraschend geflasht hat, wobei ich eigentlich dachte, ich hätte es gar nicht so überraschend finden müssen, denn Adriana begeistert mich immer wieder mit ihren Büchern, auch mit ihren Liebesgeschichten. Und das hat sie hier mit Zeilen ans Meer als Sarah Fischer auch absolut geschafft. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren 18. Dezember. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Türchen, im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, eure Steffi.